Eins dieser neuen Bayern München Trikots hat 115 Euro gekostet und das andere gerade mal 20 Euro. Könnt ihr ohne Schummeln erraten, welches das teure Original ist? Trikot 1 oder Trikot 2? Merkt man bei 95 Euro Preisunterschied einen qualitativen Unterschied? Und dürfen wir das billige Replika-Trikot eigentlich besitzen, ohne dass wir einen auf den Döds bekommen? Das klären wir jetzt ganz schnell, nachdem du auf Ehre den Kanal kostenlos abonniert hast, um Fußball-Content wie diesen nicht zu verpassen. Klingt fair? Klingt fair! Adidas mit 4 Streifen. Adidas x Nike. Trikotnummern, die viel zu klein waren. Und. Kinder, die im Jahr 2010 oder früher geboren wurden, wissen ganz genau, was ich meine. Wenn du Kopien im Ausland gekauft hast, hat man das ganz genau gesehen und man hatte dann eigentlich schon direkt keinen Bock mehr drauf. Das Internet hat das Game von Fake-Trikots aber für immer geändert. So war man nicht mehr zwingend von Urlaubsmitbringsel abhängig, sondern man hatte plötzlich auch die Chance, online bequem billig zu shoppen. Durch die Produktion im asiatischen Raum war das einzige Manko, dass man eben etwas länger auf die Lieferung warten musste. Aber sonst hat man kaum negative Aspekte gesehen. Aber wie ist es denn nun heute? Genau das wollte ich wissen und deswegen habe ich mir zweimal das aktuelle Bayern München Heimtrikot aus der Saison 2024/25 besorgt. Einmal aus dem offiziellen Bayern München Shop für 115 Euro und einmal habe ich es mir aus dem Urlaub mitbringen lassen und mein Freund musste dafür 20 Euro blechen. Und ja, ich weiß, manche von euch sind Handelsexperten und haben sich auch mal Trikots für 15 Euro oder billiger geschnappt, aber auch bei den Fake-Trikots gibt es natürlich Qualitätsunterschiede und ich habe meinen Freund bewusst auf eine gute Qualität angesetzt. Beide Trikots haben einen Musiala-Flock. Den wollte ich auch unbedingt dabei haben, um die Qualität besser vergleichen zu können. Hier sei noch gesagt, im Bayern-Shop hat der Flock das Trikot 15 Euro teurer gemacht und im Urlaub war das Trikot genauso ausgestellt und hat preislich daher keinen Aufpreis generiert. Starten wir mit dem Tragekomfort, denn was bringt das billigste Trikot, wenn es kacke geschnitten oder minderwertig verarbeitet ist? Das 20-Euro-Trikot überrascht, denn es ist bequem, nicht zu eng anliegend, aber auch nicht zu weit. Genauso wie ich es haben möchte. Über das Trikot für 115 Euro kann ich nicht recht etwas anderes sagen. Außer dass ich es im direkten Vergleich lieber trage, da es dann doch ein kleines Stück bequemer ist. Betonung liegt auf kleines Stück und nicht 95 Euro bequemer. Die Qualität auf der Vorderseite ist beim 20 Euro Trikot erschreckend krass. Ich kann über die Adidas-Streifen gehen, über das Logo, über die Sponsoren und merke keinen Unterschied. Sonst wäre mir das vermutlich niemals aufgefallen. Wirklich nicht. Es fühlt sich 1:1 alles genauso an wie beim Trikot für 115 Euro. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Vom Trikotdesign direkt kann man einen kleinen Unterschied sehen. Ja? Und die Farbe unterscheidet sich auch minimal, denn das 20-Euro-Trikot geht etwas mehr in den orangen Bereich. Aber das sehe ich halt jetzt auch nur, weil das Originale direkt daneben liegt. Auf der Rückseite muss ich aber dann doch mal etwas kritisch beim Schnäppchen bemängeln. Denn auch wenn alles wieder super identisch aussieht, merkt man relativ schnell, dass uns die 42 nach wenigen Waschgängen höchstwahrscheinlich Probleme bereiten wird. Der Druck vom Flock ist beim Original einfach viel cleaner und das, obwohl ich das Originaltrikot schon ein paar Mal gewaschen habe. Hier ist aber grundsätzlich mein Tipp, wenn ihr Replika-Trikots kauft oder bestellt und so lange wie möglich etwas davon haben wollt,
dann verzichtet einfach auf die Spielernamen und die Nummer. Aber Moment, darf ich mir so ein Trikot eigentlich kaufen oder bestellen oder muss ich mit Konsequenzen rechnen? Ja, für den privaten Gebrauch musst du als Käufer nicht wirklich etwas befürchten. Egal ob online bestellt oder vom Urlaub mit heimgenommen. Wichtig ist, dass du das gute Teil nicht weiterverkaufst, da du sonst Abmahnungen oder im schlimmsten Fall Klagen kassieren kannst und es dann durchaus teuer für dich werden könnte. Und mit teuer meine ich, viel teurer als das Originaltrikot. Was dir ebenso passieren kann und einem Kumpel von mir tatsächlich schon einmal beim Bestellen passiert ist, deine Bestellung könnte nie erscheinen, da sie vom Zoll überprüft und vernichtet wurde. Ich denke aber, dass das eher seltener der Fall ist. Sollte der Fall aber eintreten, kann es sein, dass du auf deinen Kosten sitzen bleibst, wenn sich der Verkäufer nicht kulant zeigt und es dir deswegen nicht erstattet oder erneut schickt. Aber wo bestelle ich denn dann jetzt am besten? Da hat wohl jeder seine eigene Wahrheit, Freunde. Denn der Trikothandel boomt aktuell so krass wie noch nie. Und ein Shop nach dem anderen fällt einfach so vom Himmel rein in das große Internet. DH Gate, United Football Jerseys, B1, JJ Sport, Messi 105, Go Goal Shop, TikTok Live Shops und. Der Markt ist wirklich sehr umkämpft und ich hatte sogar schon einige Kooperationsanfragen von diesen Shops, aber hab sie immer dankend abgelehnt. Das Ding ist halt, dass du die berühmte Katze im Sack kaufst. Klar, auf Bildern sieht alles immer super krass aus, aber wer garantiert dir, dass die versendete Ware auch genauso wie abgebildet bei dir erscheint? Richtig, niemand. Schlechte Passform, minderwertige Qualität, Einbußen beim Waschen und natürlich eine geringe Chance auf eine Erstattung oder Rücksendung, wenn du nicht zufrieden bist. Diese Risiken müssen dir beim Bestellen auf jeden Fall bewusst sein. Im Fazit muss ich eine Sache ganz klar sagen. Die Qualität von Replika-Trikots hat sich stark verbessert. Und zwar so stark, dass man fast schon sagen muss, dass sich der Kauf von Original-Trikots kaum noch lohnt. Dafür sind diese einfach zu teuer. Und nein, das soll jetzt kein grundsätzlicher Hate gegen Hersteller wie Adidas sein, denn beim Trikot sagt bekanntlich der Handel am meisten ein. So muss aber allen klar sein, dass der Siegeszug der Fake-Shops weitergehen wird und man sich so mehrere Millionen von Gewinn durch die Lappen gehen lässt. Was sagt ihr dazu? Werden Trikots aus dem offiziellen Shop gegönnt oder nur noch die billigen Alternativen? Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kleinen Experiment bzw. Vergleich und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder, oder? Bin ich auch der Meinung. Haut da rein.